Schön, dass du wieder hier bist. Ich möchte in diesem Video darüber sprechen, wie so etwas an sich so Positives wie Persönlichkeitsentwicklung dazu führen kann, dass du ernsthaft psychisch erkrankst und dass es dir um einiges schlechter damit geht als vorher. Wenn du dieses Video schaust... Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du dich wahrscheinlich schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast. Mag alleine schon der Titel eventuell ein ungutes Gefühl in dir hervorrufen. Und das ist normal. Und ich möchte dich damit nicht angreifen. Und ich möchte hier auch kein Persönlichkeitsentwicklungsbashing betreiben. Ich möchte eine Seite beleuchten, die meiner Meinung nach in Deutschland viel zu wenig beleuchtet wird. Und ich möchte dir erklären, warum genau das so ist. Wir leben im 21. Jahrhundert und das ist Fluch und Segen, denn das Gute ist, wir haben mehr Zugang zu Wissen, als wir jemals zuvor hatten. Wir haben Disziplin wie die Psychologie, wie die Persönlichkeitsentwicklung, wie die Spiritualität und alle sind dafür da, dass wir als Mensch wachsen, dass wir uns als Mensch entwickeln können und wir haben Zugang zu dem allen. Noch vor 20 Jahren gab es da vielleicht einige Bücher drüber oder einige mehr, die wir uns durchlesen konnten. Mittlerweile sind wir aber an einem Punkt, unter anderem durch YouTube, unter anderem durch Formate wie genau dieses hier, durch die Möglichkeit, die du jetzt hast, dein Video in der Hand zu halten, mich anzusehen und einfach zuzuhören, sind wir in der wunderbaren Situation, dass wir mehr Wissen haben, als wir überhaupt Zeit haben, das zu konsumieren. Es gibt ohne Ende Coaches in Deutschland und jeden Tag ähm, sprießen die wie Pilze aus der Erde. Wir haben inflationär Coaches, immer mehr Menschen, die anderen Menschen erklären wollen, wie man wachsen kann. Das führt aber auch gleichzeitig dazu, dass wir nicht zwangsläufig, leider, immer mehr Experten haben. Denn die Grenze, Coach zu sein, ist recht gering. Jeder, der dieses Video guckt, kann sich heute überlegen, ich bin jetzt Coach und morgen einen YouTube-Kanal eröffnen. Das ist kein Problem. Und genau das ist Fluch und Segen. Denn das Gute ist, es sehr viel geht über Sympathie. Ne? Wenn du mich magst und meine Videos guckst, dann freut mich das. Und wenn ich eine Sprache spreche oder eine Art habe, die dich abholt, dann ist das eine super Sache. Und wir können ganz individuell... Den Menschen folgen, die uns sympathisch sind, die uns ähm, ansprechen mit dem, was sie sagen und mit den Inhalten, die sie teilen. Das ist auf der einen Seite eine wunderbare Sache, auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass wir ganz viele Menschen haben, die sich immer spitzer positionieren. Vor 20 Jahren, roundabout, gab es den Beruf Lebensberatung. Darunter fiel alles. <laughs> Darunter fiel alles. Was haben wir heute? Wir haben Manifestationsexperten, wir haben Lifestyle-Coaches, wir haben Fashion-Coaches, wir haben Abnehmen-Coaches, wir haben ganz, ganz viele kleine Nischen. Und auch das ist natürlich super, denn diese Trainer sind in ganz vielen kleinen Disziplinen unglaublich spezialisiert. Aber ganz viele davon, und das liegt in der Natur der Sache, verlieren als Folge davon den Blick auf das große Ganze. Und genau das ist das, was ich in diesem Video kritisieren möchte. Denn wie kommt es jetzt dazu, dass ich zu der Aussage komme, dass ein an sich so positives Thema wie Persönlichkeitsentwicklung dich krank machen kann, dich psychisch fertig machen kann und gegebenenfalls dazu führen kann, dass du keinen Nutzen davon hast, sondern das genaue Gegenteil. Der Punkt ist folgender. Wir alle schauen uns Menschen an, wie eben erwähnt, die uns inspirieren. Und oftmals folgen wir Menschen, die uns Hoffnung geben. Und diese Hoffnung geben uns meist Menschen, die einen gewissen Lifestyle haben und diesen Vorleben. So, diese Menschen machen oftmals Folgendes. Sie schließen von sich auf andere. Das heißt konkret, sie sagen, hey, pass auf, ich habe das geschafft, jeder kann es schaffen. Und theoretisch ist das, glaube ich, auch richtig. Das ist meine Erfahrung nach zehn Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Aber es gibt eine Krux an der Sache. Denn wir Menschen sind immer noch individuell. Und es gibt eine wundervolle Skala, ich möchte die hier mal einblenden, von Dr. David Hawkins. Und zwar die Ebenen des Bewusstseins. Das heißt, das Wissen, was ich habe, ist das eine die eine Variable in der Gleichung. Die andere Variable in der Gleichung bist aber du. Du ganz persönlich, du mit deinem individuellen Mindset, mit deinen Glaubenssätzen, mit gegebenenfalls bestehenden Traumata's und du bist irgendwo auf dieser Skala von David Hawkins zu finden. Ich möchte dazu sagen, es ist schwierig, mit solchen Modellen zu arbeiten, denn das Modell von David Hawkins ist nicht hundertprozentig empirisch oder wissenschaftlich belegt. Gleichzeitig ist es ein wundervolles Modell, auch aus, auch aus Sicht der Psychologie, mit dem man super arbeiten kann. Und darum möchte ich mich diesem Modell hier bedienen, um dir genau das zu erklären, worum es mir hier in diesem Video geht. Wenn du also dich seit Jahren vielleicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst und du hast das Gefühl, es geht dir beschissen, aktuell, dann wirst du jetzt erfahren, warum das so ist. Stell dir vor, du bist hier auf der Ebene von David Hawkins, auf der Ebene von Apathie. Es gibt einige Menschen, die das sind. Und jetzt willst du diesen Schritt schon gehen, aus der, äh, der Apathie heraus und denkst, Mensch, ich, ich muss was tun. Und du guckst bei YouTube. Und du findest Leute, die offensichtlich da sind, wo du hin möchtest. Und du hast auch schon mal irgendwo gehört, dass es Sinn macht, sich an den Leuten zu orientieren, die da sind, wo man hin möchte. Und das macht es auch auf gewisser Ebene. Aber jetzt passiert Folgendes. Du bist vielleicht auf der Ebene der Apathie. Apathie heißt Anteilnahmslosigkeit. Du hast keine Höhen und Tiefen mehr im Leben. Es ist alles monoton. Du bist antriebslos. Und gegebenenfalls befindest du dich hier auf dieser Ebene. Und jetzt guckst du Videos von Leuten, die, ich sag mal, Millionäre sind, Leuten, die ihren Traumkörper erreicht haben, Leute, die ähm, auf allen Ebenen nach außen hin, ist auch ein entscheidender Punkt, scheinbar das Leben führen, was man sich wünschen würde. Und diese Menschen gucken in die Kamera und sagen dir, das kannst du auch. Diese Menschen gucken in die Kamera und sagen, jeder ist verantwortlich für seine Situation. Diese Menschen gucken in die Kamera und sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Diese Menschen gucken in die Kamera und sagen, hassel, krieg den Arsch hoch, arbeite und dann kannst du es schaffen. Und das Kriminelle an der Sache ist folgendes. Wenn du auf einer Ebene, ich sage jetzt mal von nach Hawkins, ne, nach diesem Modell, von 200 schwingst, das ist so die Grenze von dem negativen zu dem tendenziell positiven Bereich, dann ist das eine super Sache. Dann kannst du dir das angucken und das inspiriert dich gegebenenfalls, das motiviert dich gegebenenfalls, das schafft dir Antrieb und das ist eine super Sache. Aber wenn du dich gegebenenfalls auf der Ebene der Apathie befindest, wenn du antriebslos bist, wenn du keine Kraft hast, wenn du unmotiviert bist und jemand sagt dir, Du bist dafür verantwortlich. Das ist deine Schuld, dass du da bist. Das ist dein Ding. Du hast es dir so ausgesucht. Dann kann Folgendes passieren. Und zwar, dass du von der Ebene der Apathie weiter abrutscht auf die Ebene der Schuld beispielsweise. Du fühlst dich schuldig. Und das wäre auf der Skala des Bewusstseins ein Abstieg. Du wärst vorher neutral. Also monoton auf der Ebene der Apathie. Und jetzt sagt dir das jemand, und auf einmal beginnst du dich schuldig zu fühlen, weil du das Gefühl hast, du bist verantwortlich dafür, dass du selbst diese Mono Monotonie äh, in deinem Leben erfährst. Dass du diese Antriebslosigkeit in deinem Leben hast. Du bist schuld. Und zack, fällst du noch ein Stück weiter runter. Und das ist etwas, was sehr oft passieren kann auf der Ebene von Apathie, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, denn du bekommst das Gefühl, dass du derjenige bist, der schuldig ist dafür. Und selbst, wenn das so sein sollte, ist das das letzte, was so jemand hören sollte. Es trifft da nicht wirklich jemand konkreten die Schuld, denn das stellt den Content der Persönlichkeitsentwicklung nicht in Frage. Der ist hat seine Daseinsberechtigung, der ist gut, aber in Abhängigkeit von dem individuellen Punkt, an dem du jetzt gerade stehst. Und wenn du nicht an dem richtigen Punkt stehst zu dem Zeitpunkt, wenn du dich mit dieser Thematik beschäftigst, dann kann es sehr kontraproduktiv für dich sein und dazu führen, dass sich deine Situation zusätzlich verschlechtert. Das heißt, gerade wenn du beispielsweise hier auf der Ebene bist, der Apathie, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du depressive Phasen hast und ähnliches, dann solltest du dich nicht beschäftigen mit Persönlichkeitsentwicklung, sondern dann solltest du dir solltest du dich eher mit psychologischen Hilfestellungen beschäftigen oder in ganz vielen Fällen dir eher psychologische Hilfe holen, um aus diesem Loch in Anführungsstrichen rauszukommen. Und dafür, für jemanden, der auf der Ebene der Apathie ist, kann es ein unglaublicher Mehrwert sein, wenn dir gesagt wird, du hast keine Schuld an deiner Situation. Deine Erziehung deine Eltern etc., das, was du erlebt hast, das, was du erfahren musstest, ist Schuld an deiner Situation. Denn was passiert, wenn du auf der Ebene der Apathie bist und genau das hörst? Es kann passieren, dass du wütend wirst. Aber was passiert, wenn du wütend wirst? Wut ist aus der individuellen Sicht der Apathie eine positive Verbesserung. Denn du fühlst wieder was. Du spürst wieder was. Das hast du auf der Ebene der Apathie nicht gehabt. Das heißt, wenn du auf dieser Ebene bist, muss ich dir komplett anderen Input geben, als wenn du auf einer neutralen oder positiven Schwingung bist von über 200. Und das ist wichtig zu verstehen. Wissen ist immer... Steht immer in Abhängigkeit von deiner individuellen persönlichen Situation. Und es ist fatal, aus Sicht der Psychologie, aber auch aus Sicht der Persönlichkeitsentwicklung und auch und vor allem aus Sicht der Spiritualität, dieses Wissen grundlegend zu verallgemeinern und zu sagen: hey, egal wer du bist, das ist das, was du brauchst. Denn das ist sehr kurzsichtig. Das ist meiner Meinung nach unseriös und kurzsichtig zu sagen: hey, bei mir hat das funktioniert. Und bei mir hat das geklappt. Und für alle Menschen da draußen, so als Standardlösung von der Stange, das ist der Weg. So funktioniert das nicht, ganz so einfach ist es nicht. Und das Problem ist aber, sowohl der Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, als auch der spirituelle Guru, als auch der Psychologe befinden sich oftmals, und das ist, da kann keiner was für, in einer Bubble aus, aus einem Dunstkreis von Sachen, die sie in den letzten Jahren gelernt haben. Was oftmals fehlt, ist die ganzheitliche Perspektive auf die Sache, die aber enorm entscheidend ist, wenn man jemanden gerade, wenn man jemanden eins zu eins coachen möchte. Das heißt, zuerst ist es wichtig, dass du guckst, wenn du wirklich wachsen willst, wo stehe ich? Wo bin ich hier ungefähr auf dieser Skala? Und wenn du das weißt, dann kannst du als nächsten Schritt wissen, was tut mir gut? Ist es Eventuell psychologische Hilfe, die ich in dem Moment brauche, was auch keine Schande ist? Ist es Persönlichkeitsentwicklung, die mich an der Stelle motivieren kann, die dazu führen kann, dass ich meine Ziele weiter erreiche, dass ich mehr Erfolge im Leben generiere? Oder ist es gegebenenfalls die Ebene der Spiritualität? All das ist nicht pauschal zu sagen und steht in kompletter Abhängigkeit von dir. Das ist der Grund, warum Persönlichkeitsentwicklung dir unter Umständen enorm schaden kann, unter Umständen dazu führen kann, dass deine Situation schlechter wird als vorher. Und das ist gleichzeitig die Antwort und die Lösung dafür, was du zu tun hast, in welchem Moment, womit du dich wann beschäftigen musst, um wahrhaftig als Mensch wachsen zu können. Und wenn du darüber mehr erfahren willst, wenn du sagst, setz it, das ist vielleicht der Punkt, warum ich nicht weiterkam und Eventuell muss individuell auf mich geguckt werden, wo ich gerade stehe. Dann habe ich was für dich und zwar das Live Transformation Coaching. Wenn das interessant für dich klingt, klicke unter diesem Video auf den Link, guck dir das Video an, füll das Formular aus und wir hören uns in den nächsten Tagen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, genieß die Zeit. Bis dahin, adios.